Ja, Leute, die nächste Tour steht an mit eine schöne Böllerei wieder. Die Black Cobras, Big Whoppers von Leslie, schöne neue römische Lichter, zwei Pakete, die habe ich vom Center Shop dieses Jahr neu. Dann haben wir hier noch Bombenrohre von Explode, Viking 2.0, wieder schöne Funkeware, Kanonenschlagraketen, ein paar Single Shots und eine schöne Funke-Batterie. Fangen wir mal an mit den Big Whoppers von Leslie. Ich muss sagen, auch sehr, sehr großer Feuerball, aber die Heron sind noch etwas kräftiger. Jetzt geht's weiter mit den Black Cobra. Das sind einfach so 5, 6, keine Ahnung. Sehr, sehr schöner Knall und charakteristisch ist einfach diese schöne rote Vorbrenner. Jetzt geht's weiter mit römischen Lichtern. Ein paar neue römische Lichter von Leslie. Nee, ich halte es. Dann machen wir gleich weiter. Noch ein römisches Licht von Leslie, diesmal etwas dünner und mit etwas anderem Effekt. Hier zünden wir gleich mal zwei gleichzeitig. Weiter geht es mal mit ein paar Raketen, und zwar Neuheiten, Kanonenschlagraketen von Pyroland. Mach die einfach mal einzeln. Ist schön satt und dumpf. Jetzt geht's weiter, und zwar machen wir jetzt die Viking 2.0. Lasst euch überraschen. Thank you.
ehrlich gesagt. War schon mal besser. Die waren schon mal besser, aber dennoch ein sehr, sehr guter Böller. Oder Kanonenschlag eben. Weiter geht es mit den Röder Titan Salute, würde ich sagen. Machen wir mal von jeder Farbe ein. Sind gar nicht mal so schlecht, auch richtig schön mit einer Titanblume oder Titanblitz. Weiter geht es mit den ein paar Böller wieder zwischendurch, und zwar Funke D-Böller. Drücken, würde ich sagen. Die drücken. Jetzt kommen wir mal noch zu den Bombenrohren von Xplode. 30 mm. Und auch hier, lasst euch einfach überraschen. Und die letzten zwei dann zusammen. Mhm. Ja, das sind Bombenrohre, würde ich sagen. Die sind sehr, sehr gut. Und als letztes bei dieser kleinen Tour-Böllerei natürlich eine schöne Batterie, eine Funke Scala S25B. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, schaut euch einfach diese wirklich sehr, sehr schöne Batterie mal an. Echt mega, mega krass, muss ich echt sagen. Es ist jetzt keine reine Salute-Batterie, aber es ist eine Batterie mit Titanzerleger und so eine Art Peony.